Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben ein riesengroßes Verlustgeschäft gebaut. Denn ich habe mir jetzt nochmal den Zoo genau angesehen und da ist mir aufgefallen, warum in drei Teufels Namen sollten die Leute Eintritt bezahlen, wenn die doch kostenlos an der Seite einfach reingehen können. Deswegen müssen wir den Zoo heute von der Stadt ein bisschen abgrenzen. In Form von einer Hecke oder am Zaun. Ich weiß nicht, was uns da zur Verfügung gestellt wird. Und dann war ich am Überlegen, ob wir eventuell heute schon bereit sind, für das Museum zu bauen. Und dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, ob wir den Zoo gespeichert. Ob wir den Zoo eventuell hier hinsetzen und die Kartoffelernten hier hin. Ja, ich guck mal ganz kurz. Was haben wir denn da? Bankrotterklärung. Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Wir haben so viel Umsatz und Geld eingenommen. Das haben wir vorher noch nie gehabt. Wir haben über 300.000. Warum sind wir dann eine Bankrotterklärung? Wer würde Ihre Autorität in Frage stellen? Das mit der Beeinflussung verstehe ich immer noch nicht. Wir haben doch mal irgendwie einen Einflusswert von 400 gehabt oder so. Und dann kam ein Update. Ich glaube, daran liegt das. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, es war. Ach so, ja, jetzt muss ich ja die Zeitung noch kurz. Ich muss die Zeitung noch kurz bearbeiten. Moment. Ja, komm, Sie haben uns kompromissloser Journalismus. Unfassbar, ne? Unfassbar. Ich weiß. Schaffen, mit der Schande zu leben, ist beeindruckend. Danke. Kriege ich dafür irgendwie Influencer-Punkte? Nein. 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 Ey, wir könnten den Zoo eigentlich auch hier hinsetzen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Der Zoo würde da auch hinpassen. Aber so rum. Ne, dann könnten wir hier drumherum. Müssen wir mal schauen. Tatsache, wir könnten da sogar noch die Hecke bauen. Die Attraktivität Ihrer Stadt hat sich verringert. Warum? Der Zoo ist doch noch hier. Der Zoo ist doch noch hier. Warte, dann binde ich den mal ganz kurz an. Dann seid ihr auch zufrieden. Dann meckert hier keiner mehr rum. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Die war schon immer attraktiv. Du kannst doch nicht einfach behaupten, die war ist nicht attraktiv. Die hat Attraktivität verloren. Nein. Kollege, Kollege. So, dann würde ich sagen, pass auf, machen wir mal ganz kurz hier das hier alles weg. Wir haben 400.000 sogar. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. 400.000. Das haben wir am Anfang nicht gehabt. Und dann Bankrotterklärung, verstehst du? Bankrotterklärung. Ist klar. So, pass auf, was haben wir denn da? Wir haben gerade Hecke. Eine gerade Hecke. Haben wir hier auch irgendwas, was Hecke oder so zu tun hat? Nein, ne? Nur hier haben wir eine gerade Hecke. War hier nicht mal mehr? War hier nicht nochmal eine Linie drüber oder drunter? Ne, die war hier, ne? Okay, gerade Hecke. Ist da ein Unterschied? Ein bisschen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was jetzt besser aussieht. Ja, so platziert man die natürlich auch richtig rum. Pass auf. Dann setzen wir die mal ganz kurz hier hin. Und die setzen wir daneben. Okay, die eine hat... Ist das jetzt ein Zufall, dass die da einen Doppelbaum hat? Nur echt mit Doppelbaumhälfte. Und die hat ein bisschen Grün drin, ne? Und die andere hat einen Doppelbaum, aber die hat eine Bank. Also nehmen wir die teurere. Was kostet die denn? 75. Und was kostet die? 50. Ja, nehmen wir natürlich die teurere. So. Jetzt bin ich aber am Überlegen. Hallo? Habe ich die jetzt? Achso, die habe ich ja gar nicht entfernt. Okay, sehr gut. Jetzt bin ich am Überlegen. Haben wir hier eine Ecke? Ja. Die Müller-Ecke. So. Dann hier noch drum. Und bitte lass das jetzt passen. Ich hoffe, dass das jetzt so passt, ne? Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Geil. Okay. Und dann brauchen wir jetzt wieder die Hecke. Können wir hier das Tor reinmachen? Spielstand gespeichert. Piazza-Bänke. Wo setzt man denn Piazza-Bänke hin? Hier. Hier ist Piazza-Bänke. Piazza-Bänke. Ich habe jetzt erst gedacht, ich mache einen Scherz. Da steht wirklich Piazza-Bänke. Heißt das nicht Plaza-Bänke? Hm. Die Waffenruhe wurde beendet. Welche Waffenruhe? Warte mal kurz. Diplomatie. Ich muss mal ganz kurz gucken. Sie haben recht.
Gehen wir noch einmal in uns. Wir haben 34er Attraktivität gegenüber ihm. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Wir sind bald Freunde. Wir laden uns gemeinsam auf den Geburtstag ein. Kann ich hier nicht so eine Hecke durchlassen? Warte mal, ich guck mal kurz. So ein Durchgangstor für die Hecke? Ja, ne? Habe ich da jetzt irgendwas verloren? Ja, ich habe was verloren. Guck mal hier, Attraktivität. Wird nämlich wieder nicht erkannt, dass das zur Stadt gehört. So, gucken wir jetzt. Und jetzt haben wir eine Attraktivität von 290. Weil das irgendwie keine Straßenanbindung hat. Ist ganz komisch. Warte mal, dann müssen wir jetzt hier einmal hochziehen. Und hier dasselbe nochmal. Dieselbe Hecke nur in grün. Und hier. Wunderschön. Wunderschön. Wie machen wir das jetzt? Ich hätte echt, ehrlich, ganz normale Wege gerne. Wirklich. Ne, gepflasterte Wege. Das wäre ein Traum. Aber jetzt hast du nur hier. Ja gut, das geht natürlich auch, ne? Als Abgrenzung. Könnte man machen. Ah, da befasse ich mich nochmal mit. Da muss ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal mit befassen. Oh ja. Warte mal. Was haben wir denn da? Wir könnten hier zum Beispiel... Heckenverbindung. Achso, die geht so. Okay. Pass auf, wenn wir die jetzt... Entschuldigung. Jetzt habe ich die falsche hingesetzt. Warte. So, die setzen wir da hin. Die setzen wir da hin. Nja. So, die setzen wir hier hin. Und dann können wir jetzt gerade Hecke. Bis... Bis wo gehen wir denn jetzt? Bis hier? Und dann zwei Durchgänge. Boah, jetzt müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Müssen wir mal gucken, wie das wirkt. Doch, kann man machen. Dann machen wir hier auch wieder die Ausgänge. Dann können wir hier nämlich jetzt die Hecke... Oh, wunderschön. Ein Träumchen, oder? Ein Träumchen. Ist schön. So, damit kann ich leben. Ohne Mist. Damit kann ich echt leben. Gefällt mir echt gut. Okay, dann benötigen wir... So, und hier kann jetzt keiner mehr... Seid ihr aus dem Zoo abgehauen? Warte mal, wir haben doch hier noch irgendwo eine Insel, ne? Eine Insel? Ja, wir haben nur ein paar Inseln hier. Wo war hier nochmal die Insel mit den Items? Wir hatten doch hier irgendwo eine Insel... Oder hatten wir die schon leergeräumt letzte Folge? Ich schau mal ganz kurz nach. Items? Nee. Hier ist noch eine kleine Insel. Ja, da haben wir sie doch. Aber ich verstehe das hier noch nicht so ganz. Guck mal. Wir haben hier... Okay, doch, ich verstehe. Hier haben wir nämlich noch andere Sachen. Kriegsschiffe, bla bla bla. In die Takelage. In die Kakelake. Und hier haben wir diese Sachen, die wir gefunden haben. Dann können wir jetzt erstmal uns ein Schiff holen. Ach so, warte mal, ich muss ja wieder entladen. Oh, das stimmt. So, für Museum. Sind unterwegs. Dann haben wir hier auch wieder jede Menge fürs Museum. Und hier haben wir noch was fürs Museum. Dich können wir auch hier hinstellen. Warte mal, wie lange haben wir jetzt Waffenruhe noch mit der? 14. Hier haben wir erstmal Ruhe. Okay, alles klar. So. Was ist denn dieses Schaukelpferd? Beschädigte Statue. Okay. Es geht auf. Wir hatten ja echt eine Phase, wo hier, naja, eher so down war, ne? Wirklich, da lief ja gar nichts. Wir hatten nur Krieg, ne, und so weiter. Jetzt können wir uns langsam endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Den Zoo bauen. Mhm. Jetzt muss ich nur gucken. Ich möchte gerne noch ein bisschen umbauen hier. Spielstand gespeichert. Und zwar reißen wir mal wieder da ab. Kennt man ja von mir mittlerweile. Okay, das war nur die Ecke, die abgerissen wurde. Ja. So. Dann reißen wir den Puma-Käfig ab. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Nur weil ich den Puma-Käfig jetzt abgerissen habe. Echt jetzt?
Okay. Dann bring mich zum Weinen. Jatsch. Okay. Warte mal. Dann brauchen wir hier eine Ecke. Da brauchen wir noch eine Ecke. Ich weiß nicht, klappte das? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist jetzt echt eine Frage, weil ich habe da eigentlich jetzt was vor. Ja, man, es gibt hier keine Mitten. Das ist echt belastend. So. Wieso habe ich jetzt nur eine abgerissen? Ich habe eigentlich beide angeklickt. Entschuldigung. Danke. So. Konnte ich jetzt hier ein Becken hinstellen? Ah, ne, hier nicht. Ja. So. Nein. Oh, das hätte ich so gern gehabt. Ehrlich. Gut, dann müssen wir das hier zerstören. Die beiden auch. Ah, ist das blöd. Ist das blöd. Wenn wir jetzt hier eine Hecke hinmachen, bringt das auch nicht viel. So. Wie ist das denn? Ja gut, wir müssen ja hier eine Anbindung haben. Das ist auch wieder das Problem. Nur Probleme hier. Nur Probleme. Ja. Da müssen wir doch dabei belassen. Machen wir hier so. Ah, dann können wir... Warte mal. Vielleicht können wir hier sagen... So. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Falls du dich jetzt fragst, was ich vorhabe, ich weiß es noch nicht genau. Ich versuche jetzt gerade irgendwas. Hier hätten wir eine Anbindung. Ich mach mal kurz. So. Jetzt haben wir hier eine Anbindung. Wir müssen den Zoo mal kurz abreißen. Ich muss den schön haben. Die Attraktivität der Stadt hat jetzt gerade verpisst. Okay, da mal so. Okay, jetzt machen wir das hier weg. Dann versuchen wir, ich hüte besser meine Zunge. Die innere Mitte zu finden. Ist das die Mitte? Was haben wir denn hier? Noch zwei über? Warte mal. Da sind noch zwei über. Dann machen wir hier. Müssen wir hier erst nochmal so was bauen. Erst nochmal so eine Hecke. Ich meine, drei waren das. So. Ja. So, und da jetzt. Was soll man einfach sagen? Es passt. Und dann so rum. So. Da haben wir jetzt schon mal einen Anfang. Na, jetzt haben wir hier die Mitte. Dann brauchen wir hier natürlich noch einen Weg. So, jetzt ist das schon mal angebunden. Jetzt können wir das hier nochmal entfernen. Euch können wir auch schon mal entfernen. Euch brauchen wir nicht entfernen, ihr seid einfach nur Deko. Okay. So, ist mein Schiff schon da? Tatsache. Sehr gut. Ach, scheiße. Doch, nee, das sind drei Kanonen, ne? Ich hab nicht nachgedacht. Oh, die werden gestackt. Geil. Das habe ich so berechnet. Okay, dann könnt ihr nämlich jetzt hier hochfahren. Hier hin, damit ich weiß, wer ihr seid. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Wir brauchen... Hier ein Gehege. Und hier ein Gehege. Ja... Das sehe ich. Das fühle ich. So auf jeden Fall. Müssen wir nur gucken, wie rum das kommt, ne? So. Jetzt setzen wir am Anfang Bison hin. Spielstand gespeichert. Würde ich auch gerne so rumlassen. Dann machen wir hier Vögel hin. Ja, ist auch gut. So, das gleiche machen wir hier. Da haben wir nämlich auch nochmal einen Vogel. Nee, helfen Sie mir, die Last des Kaiserhauses zu stemmen? Ja, ja. Es geht nichts über den Versuch. Warte kurz. Ich muss hier kurz was machen. Erst dekorieren, dann helfen. Jetzt ist richtig rum.
Ja, das ist gut. Und dann machen wir hier Ochsen hin. Uwe Ochsenknecht. Setzen wir hier hin. Das sieht schon gut aus. Ne? Hier ist der Weg. Hier können die laufen. Hier können die laufen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Jetzt. Achso. Geleitschutz. Entschuldigung. Ja, Geleitschutz. Ich würde mich gern dem Schiff nähern, aber ich weiß nicht, wo ihr Schiff ist. Das ist mein Problem. Ich würde ja gerne Geleitschutz geben, ne? Aber... Wo bringen Sie das Schiff in der Nähe des Zielschiffs mit Geleitschutz zu beginnen? Ja, aber normalerweise kann man doch draufklicken. Ich habe jetzt gerade Stress an der Backen. Wo soll das denn sein? Hier ist Bierfest. Hier ist sie auch nicht. Könnte hier sein? Nein, hier ist keins. Gibt's das Schiff überhaupt? Ich nehme einfach mal einen Auftrag an, wo gar kein Schiff für existiert. Das ist ja sehr gut. Ja, muss ich abbrechen. Die wird sauer sein. Das richtige Pferd stirbt am Straßenrand. Das stimmt. Und ein schlechter Glückskeks ist besser als gar keiner. So, okay, dann haben wir schon mal, dann haben wir die Quest auch schon mal erledigt. So, Versuch mal, wenn wir das jetzt hier platzieren, dann würde ich jetzt hier sowas sehen. Oder sehen wir jetzt hier eher, wenn wir das hier hin platzieren? Ich muss mal kurz gucken. Ah, das Problem ist, ich habe keine Mitte. Ja, so wird das gehen. So. Theoretisch könnten wir jetzt hier sogar noch eins reinsetzen. Geil. Okay, was machen wir jetzt hier hin? Puma? Puma, ja, würde hier passen. Und hier machen wir Alpaka. Nee, Alpaka sehe ich da nicht. Nee, Alpaka sehe ich da auf keinen Fall. Krokodile? Oh ja, Krokodile sehe ich auf jeden Fall. Allein vom optischen Bild her sieht er gut aus. Oh ja. Die Umstrukturierung läuft aber. Mhm, das sieht gut aus. Und dann machen wir hier die Delfine hin. Ja, aber die Delfine müssen wir noch ein bisschen drehen. So. Muss ja schön sein. Wir wollen der schönste Zoo der Welt werden. So, Delfine. So, dann können wir nämlich jetzt hier ein Plaza errichten. Ich muss nur 20.000 mal drehen, aber das ist ja nicht so tragisch. Machen wir hier. Hier. Einen Durchgang. Und dann setzen wir in der Mitte. Was errichten wir denn jetzt in der Mitte? Ein Denkmal. Für uns selber. Das haben wir. Wir haben ja am Eingang von unserer Stadt haben wir ja auch so ein Denkmal, ne? Obwohl, das hier sehe ich eigentlich eher, ne? Also ein Brunnen. Ja, der Brunnen wird eher hier passen. Oh ja, der wird da passen. Ein Garten. Ja, könnte man auch hier hinsetzen. Das sieht nicht aus. Ist echt blöd, dass da nicht nur einzelne Wege sind, ne? Spielstand gespeichert. Finde ich schade. Naja, wenn ich da jetzt so viele hinsetze, dann sieht das nachher nicht aus. Ich hab die falsche Ecke weggemacht. Oh je. So. Was haben wir denn hier noch? Ja gut, hier eine Statue.
Ja, komm, machen wir hier eine Statue hin. Ja. Und in der Mitte. In der Mitte. Ich suche gerade was Passendes. In der Mitte machen wir Pappelallee. Irgendwie, die Pappelallee begeistert mich am meisten hier. Irgendwie. Alte Tränke. Nee, die würde ich irgendwo anders hinsetzen. Keine Ahnung. Blumenbeet. Mm-mm. So sieht das eigentlich ganz gut aus. Ja. Okay. Was braucht man noch? Was haben wir denn noch für Tiere? Warte mal. Wenn ich das jetzt so dran mache? Oder so? Ich muss gerade überlegen. Warte mal, wenn wir das jetzt da platzieren. Obwohl, wir könnten das eigentlich auch hier platzieren erstmal. So. Dann machen wir hier... was platzieren wir denn jetzt hier? Haie sehe ich da ehrlich gesagt noch nicht. Weil die Haie... Weil dann hätten wir das gleiche Becken wieder hier, weißt du? Alpakas. Alpakas können wir da hinsetzen, ja. Alpakas setzen wir hier hin. So, warte mal. Wir, die Fische. Die Schiffe müssten wieder da sein, ne? Oder? Ja, da sind sie. Mehr als bereit. Okay, wir können abgeben. Das. Bootsfrau, gutes Fernglas. Lass mal erstmal drin. Nee, Quatsch. Lass mal auch hier. Okay, Ware stocken wir schon mal wieder auf mit Fisch. Uppala. Und hier können wir abgeben. Für Kriegsschiffe, Hafenmeisterei. Warte mal, die Hafenmeisterei? Wo haben wir denn die Hafenmeisterei hier? Da. Da könnten wir doch das hier mit reinpacken, ne? Reparaturradius. Kann ich das nicht entfernen? So, ich wollte nur gucken wegen dem Radius. Okay, ich halte jetzt mal meinen Finger drauf. Und dann machen wir... Ist nicht größer geworden. Reparaturradius ist geblieben. Warum auch immer. Oder meinen die jetzt Reparaturradius mit... So was hier, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall irgendwie sinnbildlich größer geworden. Okay. Achso, wir müssen ja wieder... unsere Hecke dazu machen, sonst kommen die alle und sagen hier, zum Sonst. Warte, Flipper, ich komme sofort. Okay, und dann brauchen wir jetzt wieder eine Hecke. Das sieht echt blöd aus, ne? Wenn die alle nebeneinander sitzen. Müssen wir mal gucken. So. Der Zoo so sieht schon mal ganz gut aus. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja. Wir könnten jetzt hier theoretisch... Probier mal was. Springbrunnen. Wieso ist hier, guck mal, Blumending und hier eine Lampe? Jetzt pass mal auf, hier sind zwei Blumendinger. Ist das random? Hä? Ist random. Da hast du keinen Einfluss drauf. Jetzt ist da eine Mülltonne. Ich verstehe es nicht. Stand gespeichert. Sollen wir dann jetzt hier die Hecke? Naja, ich würde die Hecke schon beibehalten. Die Hecke. Obwohl, wir könnten ja hier sogar noch einen Zeitungsstand. Sehe ich hier einen Zeitungsstand? Könnten wir als Informationskiosk verkaufen, ne? Machen wir den hier erstmal hin. Ja, sieht gut aus. Dann brauchen...
mit dem Garten hier gefällt mir. Was haben wir noch? Gartenbänke? Nee. Garten. Könnte man machen. Könnte man machen. Ja, mache ich auch. Und dann so ein Pavillon. So ein Pavillon. Da sind die Bänke schon wieder verdreht. Ich raste aus. So, nochmal. Und hier Springbrunnen. Zur Seite. So. Jetzt haben wir hier eine Laterne und da ein Blumen. Jetzt haben wir hier ein Blumending. Und hier haben wir eine Mülltonne. Das passt. Die sind gleich. Ja gut, der Rest ist eigentlich pappelapapp. Das können wir so lassen. Okay, dann ziehen wir jetzt hier. Yep. Dann brauchen wir hier nochmal. Da oben. Da oben. Da. Unten. Unten. Seite. Seite. Tanzkurs. Ach Mist, die müssen ja da reinkommen, ne? Ups. Ups. Ja, hups. Jetzt habe ich keine Mitte. Ah, jetzt habe ich keine Mitte. Jetzt kriege ich wieder Schnappatmung. Wie soll ich denn hier die Mitte finden? Warte mal. Wenn wir jetzt... Ah, sieht schön aus. Dann machen wir die an der Seite. Machen wir an der Seite den Eingang. Hier, 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 hier. Und... Gleiche hier. Sieht doch attraktiv aus, ne? Hier haben wir noch Erweiterungsfläche. Da können wir eventuell noch mal ein paar Tiergehege später hinsetzen, wenn wir welche finden. Ich glaube, in der neuen Welt haben wir auch noch welche. Soweit ich mich erinnere, haben wir in der neuen Welt auch noch Tiere. Also ganz ehrlich, ich sehe da nicht unsere Meeresschildkröte. Oder unseren weißen Hai, weil... Ne, wir haben jetzt hier diese Planschbecken. Das heißt, ich möchte da gerne wieder irgendwas anderes haben. Ja. Ich denke mal, in der neuen Welt müssen wir mal gucken. Neue Befehle? Ich schippe mal kurz rüber. Mit euch drei. Ja. Die schicken wir auf eine neue Expedition. Ihr drei. Hi. Fahrt in die neue Welt. Welt. Bestätigen. Ciao. Kommt wieder. Bringt mir was Tolles mit. Waffenstillstand. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Gut. Waffenstillstand ist echt wichtig hier. Okay, neue Welt. Waffenstillstand ist so wichtig. Weißt du, und 5 Kriegsschiffe hier. Uiuiui. Items. Hier haben wir auf jeden Fall noch einiges an Tieren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die werden wir dann jetzt auch abholen. Haben wir hier auch noch Tiere? Nein, also nur hier. Oder haben wir hier eventuell auch noch Tiere? Nein. Und hier? Das ist die große Insel von der gewesen? Auch nicht? Nein. Nein? Okay. Also haben wir auf jeden Fall auch nicht. Okay, also wir haben auf jeden Fall La Isla haben wir noch Tiere. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was kosten die nochmal im Unterhalt? Was kosten die nochmal im Unterhalt? Müssen wir gleich mal kurz gucken. Die machen Plus hier. Stand gespeichert. Spielstand gespeichert. Das ist gut. Weltkarte, alte Welt. Oh, eine Aufgabe. Die nehmen wir aber natürlich gerne noch mit. Meine Frau meinte, ich könnte uns geht so gut. Versorgen Sie die Einwohner mit 4 Tonnen Nähmaschinen. Was gibt's, Boss? Hey, Sie haben Wort gehalten. Natürlich. Natürlich.
Nähmaschinen. Wir produzieren Nähmaschinen anscheinend. Das war mir jetzt noch nicht so ganz klar. Wir produzieren Nähmaschinen. Haben wir eine Nähmaschinenfabrik hier? Ja, wir haben eine Nähmaschinenfabrik hier? Und eine Sektfabrik? Eine Sekt haben wir irgendwo geklaut. Das weiß ich noch. Aber Nähmaschinen? Wo haben wir denn jetzt hier Nähmaschinen, bitteschön? Da. Bleibt stabil. Kann das so gedruckt werden? Dann zeig mal. Dürfte ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Ja. Kein Problem. War das jetzt schon Zensur oder bloß ein Politur? Artikel. Die letzten Male habe ich dich immer hantieren lassen, wie du wolltest. Jetzt ein einziges Mal. Jetzt kommt die eine bestimmt und sagt, der Glückskeks ist nicht rund. Wenn da Ecken und Kanten sind. Irgendwie sowas kommt da bestimmt. Wir müssen auch noch Schnaps produzieren. Wir produzieren viel zu wenig Schnaps. Bier ist, glaube ich, stabil, ne? Bier ist total stabil mit null. Und Schnaps, Kartoffeln. Ja, Kartoffeln haben wir ziemlich wenig, ne? Ja gut, Kartoffeln. Ja, dafür produzieren wir ja wieder Schnaps. Was ist hier los? Das Lager ist voll. Okay. Dann brauche ich dieses Werk ja nicht mehr. Erstmal. Die lasse ich jetzt erstmal, ne? Weil ich brauche garantiert irgendwann mal wieder Straßen ohne Ende. Und deswegen kann es ja nicht schaden. Da haben wir noch Schnapsfabriken, da haben wir noch Schnapsfabriken. Alter, ich habe so viele Schnapsfabriken, ne? Ich habe so viele Schnapsfabriken. Aber der Weg von hier nach da ist ziemlich weit. Warum ist die Schnapsfabrik denn hier? Okay, das macht das jetzt eigentlich auch nicht besser. Weil der Weg von hier nach hier ist auch sehr weit. Ich müsste theoretisch hier nochmal Lagerhäuser hinsetzen. So, dann bauen wir hier auch nochmal ein Lagerhaus hin. Die Menschen lassen sie hochleben. Und wir graden das natürlich ab. Und drehen das Ganze. Ja, die Anlieferung erfolgt jetzt hier, oder? Oder von hinten? Ne, die LKWs kommen von hinten. Die werden hier reingeliefert und dann können die Leute die Waren hier abholen. Also ist alles richtig eigentlich. Wenn ich das richtig habe. Ja, ist auf jeden Fall besser so. Viel sinnvoller. Dann können wir das jetzt hier hinsetzen. Das wegen optischen Gründen. Das hier hin. Ist das? Handelskammer. Ciao. Noch nicht. Braucht man noch nicht. Bretter werden wieder gemacht, hergestellt. Da haben wir Ziegeleien. Da haben wir auch noch Ziegeleien. Also mit Ziegel können wir die Leute eigentlich hier gut versorgen. Aber wirklich gut versorgen. Hier könnten wir mal Upgrades vollziehen. Damit die auf die nächste Stufe kommen. Weil, guck mal, wir haben hier 450 plus. Ne, deswegen, also 400 jetzt. Aber das reicht allemal. So, den auch noch. Ich glaube, die bringen ja auch noch mal mehr Geld, ne? Ich glaube, die... Wieso würden mir hier die Journalisten angezeigt? Und die Ober... Die Handwerker auf jeden Fall. Die bringen, glaube ich, mehr Geld. Handwerker. Ja, guck mal. Wir haben viel weniger Handwerker im Dorf. Als Arbeiter. Und bekommen aber viel mehr Kohle. Also fast dasselbe. Viel mehr Kohle, fast dasselbe. Das ist auch geil. Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Wenn uns die Bonzen das nehmen wollen, dann nehmen wir ihre goldenen Löffel und stecken sie denn sonst wohin. Bitte? Was ist denn mit dir los? Aber ich muss mal sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Also unser Zoo sieht echt gut aus.
Ah, passt leider nicht. Ha, passt leider nicht. Ja, so schon. Na, muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht so ein bisschen versetzt mache. Oder hier oben. Dann können wir da vielleicht nochmal... Könnten wir so verbinden. Würde gehen, ne? Wenn wir das so machen, guck mal. Dann könnten wir nämlich hier theoretisch... Pass auf, jetzt wird's richtig krass. Jetzt wird's richtig krass, pass auf. Wir brauchen... bis hier. Und nicht weiter. Genau. Jetzt habe ich schon wieder einen weggemacht. Doch, war gar nicht mal so schlecht. War sogar ganz schön clever von mir. Dann können wir nämlich jetzt hier die entfernen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob das so passt, wie ich mir das gerade vorstelle. Dann machen wir hier. Da. Da. Jetzt hätten wir hier eine Doppellinie, ne? Aber, ja doch, müssen wir ja. Weil es muss ja eine Anbindung sein. Es muss eine Anbindung sein. Das ist echt nervig, ne? Setzen wir hier noch eine Kante hin. Eine Ecke. So. Dann können wir das Häuschen, ich bin voll aus dem Häuschen, könnten wir eventuell hier hinsetzen. Das hier setzen wir dahin. Obwohl, warte mal, das könnten wir theoretisch nochmal kopieren. Setzen wir zwei übereinander und sagen dann... Was ist das denn? Achso, das sieht immer aus wie so ein... Wie heißen die nochmal, die Tiere? Seelöwe. Sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Seelöwe. Kann man machen, ne? Kann man machen. Ja. Dann machen wir hier oben noch einen Durchgang hin, damit die Leute da auch durchkommen. Ja, 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 ja. So sehe ich das. Doch, ne? Warum kannst du denn... Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, ich habe zu wenig Einfluss. Was, 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 was? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay. Ach, ihr seid in der neuen Welt, ne? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jo, dann könnt ihr direkt hier hinfahren und hier haben wir einen Auftrag. Tut mir leid. Ich bin sicher, Sie können uns Okay, was brauchen? Krankheit ist ausgebrochen. Bauen Sie Journalistenhäuser. Mhm. Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt folgen. Journalistenhäuser. Wir sollen 10 Journalistenhäuser bauen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Weil ich nicht so viel Platz habe. Dann ist, wie machen wir das denn jetzt? Spielstand gespeichert. Theoretisch könnten wir die jetzt veräppeln und nachher wieder abreißen. Ziehen wir hier durch. Was haben wir denn jetzt? 7, ne? 7.
Ey, wir haben noch 4 Minuten. Ich dachte, wir hätten jetzt 20 Minuten Zeit für die Aufgabe. Oh je. Oh je. Noch 3. Die passen ja perfekt hier hin. Pass auf. Machen wir die hier mal weg. Setzen wir 3 Stück. 3. Sie enttäuschen mich nie. 9. Was haben wir denn gekriegt? Handelskammer, okay. So, dann ziehen wir den hier weg. Passt. Passt, wacker. Und hier ist auch noch mittig. Was will ich denn mehr? Was will ich denn mehr? Wir machen wieder Plus. Ja, weil La Isla gerade ein Bierfest ist. Deswegen, wir stellen gar kein Bier. Doch, wir verkaufen ja hier Bier. Von unserer Alpha-Insel. Okay, meine Schiffe sind unterwegs, ne? Meine Schiffe sind unterwegs. Das dauert noch ein bisschen, bis die da sind. Dann können wir nämlich jetzt wieder in die alte Welt. Upala. Und dann können wir... Wir brauchen Einfluss. Wir brauchen Einfluss. Ist einfach so. Aber hier machen wir auf jeden Fall das so. Ne, weil wir da hinten auch so ein Kästchen haben, würde ich das hier nämlich auch gerne machen. Können wir nämlich jetzt die Straße theoretisch entfernen und dafür setzen wir dann Laubbäume, glaube ich, verdammt, ne? Ich vertue mich da immer. Ja, Laubbäume. Sehr gut. Die Laubbäume können wir natürlich hier auch ziehen. Kosten jetzt ein bisschen was, aber fürs Optische. Fürs Optische machen wir es gerne. Warum schwenkt die Musik um? Was ist denn hier los? Haben wir keine Ärzte hier? Da oben kommen gar keine Ärzte hin. Oh. Oh, oh, oh. Und das dauert, bis sie ausgebildet sind. Oh. Das ist nicht gut. Mm-mm. Das ist gar nicht gut, das dauert. Das wird teuer. Das wird teuer, da werden viele. Ah doch, sind noch da. Zu uns verirrt sich der Arzt ehemals letztes. Der ist doch da. Aber wo ist denn unser Arzt? Hä, wo haben wir denn die Kranken? Da ist einer. Und hier ist einer. Ja gut, dann brauchen wir hier in der Mitte natürlich auch noch eins. Ja. Auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, was du von dem neuen Zoo hältst. Ne? Der hier. Ein bisschen überarbeitet worden. So, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.